Wir sind bei Burger King, denn hier gibt es ein Comeback der Rösti-Lover. 2 Jahre ist es her und wir probieren sie nochmal aus und schauen mal, ob sie immer noch so schmecken oder besser. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr das schon gesehen und es ist passiert wie angekündigt. Burger King hat seine neuen Lover rausgebracht, die aber nur ein Comeback sind, denn sie sind gar nicht neu. Die merken sie schon. Die Rösti-Lover sind Comeback. Wer sagt, die Cheesy-Rösti-Lover haben ihr Comeback? Denn sie gab es 2021 schon. Da haben wir sie nämlich schon mal getestet. 2021, kann ich gerne über mir einblenden, da gab es den ersten Test der Cheesy-Rösti-Lover. Ich habe mir das Video sogar heute vor diesem Video nochmal angeguckt und dachte mir, na komm, muss ich die jetzt nochmal testen? Wir haben die ja schon mal getestet. Vielleicht haben sie, ja, aber Burger King hat in letzter Zeit viel umgestellt und geändert. Vielleicht schmecken sie jetzt anders. Wir schauen einfach mal. Ich habe mir 3 bestellt. Ich habe mir diesmal nicht alle bestellt. Vorher noch die Info. Vor 2021 gab es auch nochmal einen Test dieser Burger, nämlich dann gab es die Christmas Lover. Die waren relativ ähnlich, das waren dann die Christmas Lover. Die waren aber nochmal ein bisschen anders, die fand ich aber, glaube ich, damals besser, die Christmas Lover. Das war 2001, das kann ich auch über mir einblenden. Das war noch 2020, glaube ich, das Video. Jetzt sind wir wieder bei dem. Damals, bei dem Video 2021, war es so, ich fand sie okay. Ich fand sie aber nicht berauschend. Am meisten hat mich der Chicken damals überzeugt. Die beiden Beef-Versionen waren so ein bisschen okay. Der Double war einfach zu viel, habe ich aber heute wieder bestellt. Plant-Base hat mir überhaupt nicht geschmeckt, also hat nach nichts geschmeckt. Plant-Base war einfach nur eine Masse im Mund, war weich und das Rösti war dadurch auch matschig und hat am Ende nach nichts mehr geschmeckt. Habe ich heute auch weggelassen. Ich habe heute kein Plant-Base bestellt, weil die sind auch teurer geworden. Wenn wir da nämlich dabei sind, kann ich euch mal ganz kurz schon mal die Preise sagen, bevor ich euch einblende, was das hier eigentlich für Dinger sind. Der Cheesy Röster Lover Chicken kostet 6,79. 2021 waren 6,19. Der Beef auch 6,79, waren auch 1,19. Und 8,79 kostet der Double, der war damals auch bei 8 Euro und ein paar Zerquetschen oder 7,79. Ich bin mir gar nicht ganz sicher mehr, was ich da gesagt hatte. Die sind weitaus teurer auf jeden Fall geworden, alle so um die 80 Cent erhöht im Preis. Natürlich Monster, wie ihr seht, gerade hier der Double, das ist einfach ein Vieh. Also muss ich einfach sagen, weil hier ein ganzes Rösti ja drauf liegt. Ja, Chicken, mit diesem Chicken, aber muss man sagen, bei Chicken ist immer der Nachteil, dass du nie dieses Chicken komplett auf diesem Burger-Bun hast, immer meistens nur auf einer Hälfte. Ja, und dann hast du halt den anderen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die überzeugen können. Das ist wirklich jetzt wieder eine wichtige Sache. Denn es bringt ja nichts, wenn es was Schönes Neues gibt oder ein Comeback gibt, wenn es dann in Ende vielleicht nicht schmeckt. Ich blende euch mal ganz kurz ein, was steht auf der Website. Unser Cheesy Röster-Lover sind einfach nur perfekt für die kalte Jahreszeit. Mit knusprigen Röstzwiebeln, Roasted Onion Soße, zartschmelzenden Cheddar Cheese, knusprigen Kartoffelrösti wird jeden warm ums Herz. Natürlich auch dieses Mal wieder dabei für jeden Auswahl, bla bla bla. In Beef, Double Beef, Chicken. Plant-based, double plant-based und kleiner Profi-Tipp, wer sich nicht entscheiden kann, kommt einfach öfter. Finde ich auch jetzt nicht ein Profi-Tipp und entscheiden kann. Das heißt einfach, naja, anderes Thema. Ohne Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe und so weiter. Ihr könnt das Rösti auch einzeln bestellen. Das ging damals auch. Das kostet 1 Euro. Einzeln fand ich das Rösti eigentlich ganz gut. Da hat es intensiver geschmeckt. Ja, und sonst wirklich 1:1 die gleiche Rezeptur. Salat ist mit drauf und es ist auch weiterhin die Gewürzgurken mit drauf. Damals waren es aber mehr. Ich habe jetzt gerade schon mal geguckt, hier sieht es nach weniger aus. Damals waren ein paar mehr Gewürzgurken drauf, vom optischen Bild. Ja, und das ist er jetzt nochmal. Das ist der Cheesy Rösti Lover Beef. Ihr seht ihn. Käse. Also ich kann es euch auch einmal zeigen, natürlich. Machen wir so. Ihr seht also ein paar Röstzwiebeln, oben Soße darauf, Salat. Darauf 2 oder 3 Gewürzgürkchen, dann kommt dieses Rösti-Patty, darauf kommt dann, darunter kommt Käse. Auf dem Rösti-Patty ist Käse, auf dem Rösti-Patty ist Käse. Dann kommt Beef und auf dem Beef liegt auch nochmal Käse. Und unten drunter ist dann leider nichts. Das fand ich schade, damals schon schade, ist dieses Jahr auch wieder so. Und bei dem Double Beef, da bekommt ihr halt das gleiche Spiel, aber leider keine extra Scheibe Käse. Das würde ich jetzt mir wünschen, wenn es halt Double Beef ist, dass ich auch doppelt Käse bekomme. Das ist aber leider nicht, nur gegen Aufpreis. Ich beiße jetzt mal rein und dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Wie gesagt, damals fand ich ihn okay. Die Roasted Onion Soße hat damals richtig geil gerochen. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr riecht es eigentlich nicht wirklich intensiv nach Zwiebeln. Mal gucken. Ich probiere. Ihr kriegt einen kleinen Speed-Up. Ja, ist gefühlt, glaube ich, wirklich die damals. Ist
ein bisschen neutral. Also das Kartoffelrösti nimmt sehr, sehr viel Geschmack raus aus diesem Burger. Das Kartoffelrösti selber schmeckt leicht nach Kartoffeln, schmeckt pur intensiver. Also wenn ich das jetzt nur so probiere, dann hat es richtig einen schönen Rösti-Geschmack. Also das Rösti selber ist gut, aber das geht halt durch diese ganze Soße, die hier mit drauf ist und den Käse und Beef und alles, was dazu gehört, geht dieses Rösti sehr unter und ist einfach an sich nur, der ist nur da, es bringt mehr Masse. Er ist aber nicht so dieses Wow, also dir fehlt dieser Wow-Effekt, finde ich, bei diesem Burger. Was ich damals gemacht habe, um diesen Wow-Effekt zu erzeugen, wenn ihr euch das Video anschaut, ganz am Ende, ich habe da Preiselbeeren drauf gemacht. Ich habe mir wirklich Preiselbeeren damals mitgenommen und noch Preiselbeeren auf dem Burger gemacht, weil das ist diese leichte Komponente, die hier fehlt. Hier fehlt irgendeine Komponente, die diesen Burger zu was Besonderem macht. Und hier habe ich mir ein bisschen Preiselbeerensoße und so Preiselbeeren draufgeschmissen und schon hat er viel, viel besser geschmeckt. Und der hier ist ein grundsolider Burger, könnt ihr machen, ist käsig, ihr habt einen Rösti dabei. Du schmeckst aber die Gewürzgurke und die Onionsoße nicht so durch. Und das Knusprige bringt ja hauptsächlich die Röstzwiebeln. Darum würde ich denen weiterhin nur 3 von 5 Punkte geben. Der ist gut, kann man machen, aber kein geschmackliches Wow-Highlight, wo er jetzt so extrem ausrastet, nachdem man sagt, oh mein Gott, bester Burger aller Zeiten. Da sind sie leider nicht. Probieren wir es mal als Double. Da hatte ich damals das Problem, dass zu viel Beef war und du eigentlich gar nichts anderes mehr geschmeckt hast. Hier ist aber eine Besonderheit, das fällt mir nämlich gerade auf, wenn ihr euch das andere Video anschaut. Ich glaube, das Fleisch ist dünner geworden. Das sah damals anders aus. Ich habe mir das Video ja gerade vor kurz ein paar Stunden erst angeguckt, vor einer Stunde oder anderthalb. Darum weiß ich ja, wie das aussah. Ich glaube, das Fleisch ist sehr dünner geworden im Verhältnis. Aber es ist immer noch riesig. Es kommt ja immer noch aus dem Burger raus. Also, ich beiß rein. Und dann schauen wir mal, wo kriege ich denn das jetzt hier am besten abgebissen da, wie das in Kombination schmeckt. Und ja, schmeckt, glaube ich, ein bisschen besser. Ich weiß nicht was, es ist so eine minimale Geschichte, dass es mir besser schmeckt gerade als der Single Beef. Aber auch kein geschmackliches Wow. Es ist ein sehr, sehr herzhafter Burger. Es fehlt ihm aber wirklich so dieses Besondere, dieser gewisse Kick, dieser besondere Pfiff oder so. Es fehlt mir einfach irgendwas. Der ist ein bisschen besser gelungen als der Single Beef. Darum würde ich dem Double Beef jetzt 3,5 geben. Aber er kostet natürlich auch mehr. Muss man sich überlegen. Sind aber beides keine Burger, die ich mir nochmal holen würde. Und jetzt probieren wir mit den Chicken. Das war ja damals mein Favorit, weil hier diese Knusprigkeit halt geil da durchkam. Das ist, was hier fehlt, diese reine Röstzwiebel-Knusprigkeit, kommt ja hier durch dieses panierte Chicken einfach nochmal kräftiger durch. Und dadurch hast du einfach mehr Crunch. Und wenn es mehr knuspert im Mund, ist es einfach so ein Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen, ja, röstiger ist. Röstiger, auch ein schönes Wort dafür. Egal, ich beiß mal rein und dann schauen wir mal, was dieser Chicken kann. Ich kann ihn euch natürlich nochmal schnell zeigen. Er ist natürlich ordentlich hoch durch dieses Chicken-Teil. Aber ihr seht ja das, was ich meine. Ne? Das Chicken ist halt nie komplett drauf. Das ist immer ein bisschen schade. Aber naja. Es ist immer noch so wie damals. Der Chicken schmeckt am besten in der Kombination. Der Chicken hat einfach einen schönen Geschmack. Ich bin ja nicht der Riesen-Chicken-Fan bei Fast Food unbedingt. Also außer, es ist richtig gut gemacht. Aber das hier ist schön saftig. Ich probiere gerade mal die Onionsoße, die runtergetropft ist. Die ist ein bisschen mild. Leicht süßlich. Aber die war mal besser, die Onionsoße. Aber der hier kriegt 4 von 5 Punkte, der Chicken. Der Chicken schmeckt einfach besser. Der Chicken hat einen schöneren Geschmack, das muss man ihm einfach lassen. Barney, willst du probieren? Ja, so muss man einfach sagen. Der Chicken schmeckt am besten. Plant-based, wie gesagt, bräuchte ich jetzt nicht probieren, weil es wird wieder beim Beef-Version sein, der wird mir nicht gefallen. Es ist die Kombination von diesem Rösti, was selber an sich knusprig ist, aber zu matschig auf dem Burger wird. Die Soße hat zu wenig Power. Wie gesagt, es fehlt vielleicht eine fruchtige Komponente. Das hätte es, glaube ich, besonders gemacht. Also wie gesagt, Preiselbeeren oder Cranberries drauf machen. Irgendwas in dieser Richtung. Was halt zum Rösti halt aber gut passt, was den Burger aber nicht versaut, was ihn aber so dieses gewisse Etwas gibt, so wie man es vielleicht von Schöttbüller auch können oder Köttbüller kennen. Da isst du ja auch gerne Kartoffeln, manche essen auch Rösti zu und auch in dieser Kombination mit fruchtig und so. Das ist Geschmackssache natürlich am Ende, aber würde dem Burger besser tun. Aber das sind sie, die Rösti-Lover in ihrem Comeback. Ihr könnt sie ab sofort ausprobieren. Sie werden euch bis Ende Januar, denke ich mal, erhalten bleiben. Das wird so der Zeitraum sein. Dann werden die wieder rausgehen. Dann wird es im Februar, denke ich mal, neue Rösti-Lover geben. Vielleicht dann endlich mal wirklich was Neues wieder, was Besonderes.
Ich bin gespannt, was sonst noch kommt. Es müsste, glaube ich, eventuell noch ein neuer King des Monats kommen bei Burger King. Mal gucken, ob es ein neuer Burger ist oder einfach nur eine Kombination wieder aus was Bekannten. Der Cheeseburger von den Kansas City Chiefs, was wir da getestet haben, kann ich auch nochmal über mir einblenden. Der wird jetzt wieso wieder gehen, weil die Football-Aktion ja schon wieder endet in Deutschland. Und dann mal schauen, was passiert. Im Januar ist ja wieder Veganuary. Mal gucken, ob was Neues Veganes kommt. Veganer Bacon eventuell oder diese veganen Chili Cheese Balls, die ja in Österreich schon getestet wurden. Ich tippe, da wird irgendwas kommen, wenn es Veganuary-mäßig ist. Aber im Dezember ist es meist so die ruhigste Zeit, wenn es um Fastfood-Tests geht. Darum sage ich danke fürs Foodschauen. Ich verpacke die jetzt wieder, nehme die mit nach Hause. Und ja, esse die dann wieder aufgewärmt heute Abend. Leider ist das so bei Foodtest. Du kannst das halt nicht alles essen. Also den einen esse ich vielleicht heute noch und die anderen dann so morgen so ein bisschen verteilt. Und meine Freundin wird auch nochmal reinbeißen. Und Barney kriegt auch nochmal ein Stück. Also dann kann ich hier nochmal ein Stück abziehen, ne? Willst du nochmal ein Stück? Hey? Bist du deprimiert, weil ich dir nichts zu viel gebe? Ja, natürlich bist du deprimiert. Es ist so unfair, ne? Ich esse Burger und er kriegt nur so kleine Stücken. Der arme Hund. Naja. Danke fürs Foodschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob. Und ich bin gespannt, ob ihr sie wieder probieren werdet oder das erste Mal.